ist deswegen so faszinierend, weil es eigentlich jedes Mal, wenn man hier ist, anders ist. Und es ist auch zu jeder Tageszeit anders. Es ist morgens, ist es natürlich noch sehr verschlafen und man hat so das Gefühl, der Ort hat mal endlich seine Ruhe. Und dann geht's los. Also ab 10 ist hier Highlife in Tüten und das auch bis spät in die Nacht. Und es ist auch zu jeder Tageszeit oder beziehungsweise Jahreszeit auch ganz besonders, weil du kannst hier bitterlich frieren und was wir hier schon fast geweint haben, weil der Wind so schlimm war und einen so ins Gesicht pustet und dann die dicken Eisschollen, die manchmal hier auf der Elbe treiben. Also es ist einfach wirklich ein Ort zum Wiederkehren, also Kehrwiederspitze. Passt wie die Faust aufs Auge. Ich bin schon gerne auf der anderen Seite von der Elbe. Einfach wahrscheinlich, weil man da ja nicht so hinkommt. Also weil man da wirklich an Ecken kommt, wenn man drehen kann, wo man sonst nicht hinkommt. Und das finde ich immer ganz besonders spannend. Ich habe auch, seitdem ich hier bin, es hat zwar eine ganze Weile gedauert, so ein bisschen inzwischen meine Angst oder meinen sehr großen Respekt vorm Wasser erarbeiten können oder eindämmen können oder weiß ich nicht, ich würde dir nicht sagen, dass ich ihn überwunden habe, aber es ist jetzt nicht mehr ganz so suspekt hier zu stehen. Ja, und das ist, weiß ich nicht, das ist einfach nur schön. Also es ist auf jeden Fall definitiv der schönste Arbeitsplatz in Hamburg. Alles andere ist auch schön, aber das ist einfach einmalig, weil allein schon dieses Plätschern vom Wasser, wenn es mal leise sein sollte in der Sekunde, wo mal keine U-Bahn fährt oder jemand übers Kopfsteinpflaster donnert. Also es ist alles besonders hier. Selbst wenn du, man sagt ja immer, der Hafen hat sein eigenes Klima und das stimmt. Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen komisch für Leute, die das noch nie gehört haben. Es ist so, es gibt so ein Mikroklima im Hafen und es stimmt wirklich, wenn wir hier stehen und die Sonne scheint hier, dass es da drüben manchmal wolkig ist oder man sieht, dass es sogar regnet. Und es ist, als ob da eine Wetterfront ist auf der Elbe, die sagt so, ja bis hierhin aber nicht weiter. Und das ist total faszinierend. Und man glaubt, man denkt jetzt wirklich, ja klar, die erzählt jetzt Mist, aber es stimmt wirklich. Also ich finde, den Hafengeburtstag sollte man auf jeden Fall einmal mitgemacht haben. Dann kann man ja entscheiden, ob man es mag oder nicht. Also, jawohl, da war es wieder. Das ist schon schön zu sehen, die ganzen Menschen, die da sind. Und jetzt gerade nach der langen Zeit, wo man lange sich nicht treffen konnte, ist es natürlich umso schöner. Und ich gönne es jedem, der dahin kann. Und ich sage auch gerne noch zu 20.000 Leuten mehr, kommt doch einfach und guckt es euch an und genießt es. Und esst ein Fischbrötchen und kauft euch eine Zuckerwatte. Und meinetwegen fahrt auch, wenn ihr 80 seid, noch eine Runde Karussell, weil Leute, ihr habt es euch verdient. Los!